Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Aktien Roundup mit weiteren spannenden Titeln und Themen. DAX gerade eben das erste Mal über der 17.000-Punkte-Marke, hat sich leider nicht halten können, zumindest aktuell noch nicht halten können. Also jetzt gerade bei, ja, man sieht es hier unten, 16.888, kratzt immer mal wieder so ein bisschen an den Marken, aber wir hatten mal wieder ja, eine neue Höhe erreicht, die es zuvor noch nicht so gab. Also spannender, vielleicht zumindest teilweise kurz historischer Tag. Das heute so zum allgemeinen Markt geschehen. Wir werfen heute aber einen Blick in einer Kurzanalyse auf SAP. SAP als größter deutscher Aktienkonzern, nachdem uns ja auch Linde verlassen hat, spätestens der größte deutsche Aktienkonzern, jetzt SAP, ja um die 170, 172 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also eines der wenigen großen, auch internationalen Schwergewichte der deutschen Aktienwelt und auch tatsächlich eines der wenigen großen deutschen Softwarelösungen, die ja auch weltweit irgendwie Anwendung finden. Gegründet 1972 und wir machen gleich mal so eine kurze Reise durch die Geschichte von SAP, wo sie eigentlich hergekommen sind, wie sie sich entwickelt haben. Hatte ähnlich auch, wie wir es letztens hatten mit Broadcom, den Ursprung bei IBM. Also man sieht, IBM war früher mal wirklich so eine Keimzelle für viele, viele weitere Unternehmen. Hier in dem Falle tatsächlich auch für SAP. Wir kennen auch die großen Familien, die dahinter stehen, Plattner und Hopp. Also da ist ein bisschen was an Musik drin, kann man sagen, bei SAP. Mittlerweile über 100.000 Mitarbeiter, über 24.000 Partnerunternehmen. Mittlerweile ist Amerika die relevanteste Region geworden für SAP mit dem größten Umsatzanteil, muss man sagen. Erst danach kommt auch der deutsche Heimatmarkt und SAP als Unternehmen auch in der letzten Zeit wieder spannender geworden, auch international spannender geworden, weil man sich so ein bisschen ja, mit Mühen an die neue Zeit angepasst hat. Man ist von einer Standardsoftware gewechselt auf auch ein Lizenzmodell, so wie das in der letzten Zeit eigentlich immer beliebter wurde. Wir gehen da gleich im Kern nochmal drauf ein. Zuerst wollen wir uns aber angucken, was ist SAP eigentlich überhaupt? Man hört das ja immer wieder und immer wieder gibt es Fragen dazu, ja, was machen die eigentlich? Und das ist hier mal ganz gut aufgeführt in diesem Beispiel, denn SAP ist im Kern eine Enterprise Resource Software. Das heißt, man ist für ein Unternehmen, man macht Ressourcen und Planung für dieses Unternehmen mithilfe dieser Softwarekomponenten. Und was steckt da im Kern drin? Ja, man muss sagen, es gibt ja im Unternehmen extrem viele Punkte oder extrem viele Regionen oder auch Divisionen, die am Ende ganz, ganz viele Datenpunkte liefern. Und diese ganzen vielen Datenpunkte, die kann man in sehr kleinen Unternehmen natürlich noch sehr gut managen. In größeren Unternehmen wird es aber schon deutlich schwieriger, denn dort fallen halt extrem viele Datenpunkte auch sehr sequenziell in kleinen Bereichen an. Und irgendwie muss man gucken, dass man diese Datenpunkte zusammenfließen lässt, sodass man eine langfristige Planung und ein langfristiges Management machen kann. Und das ist am Ende die Kernsoftware, auf der SAP beruht. Das heißt, man hat eine sehr robuste, aber auch sehr flexible Software gebaut, in der man es schafft, all diese Teilbereiche, man sieht es hier so ein bisschen aufgegliedert, es gibt natürlich noch mehr, abzufragen, Informationen zu sammeln, diese Informationen zugreifbar zu machen und daraus dann auch eine Planung zu steuern. Das bedeutet, im Kern muss man sagen, ist SAP eine Software, mit dessen Hilfe ich es schaffe, meine Unternehmensdaten zu sortieren, planbar zu machen und dann auch nutzbar zu machen, um es für weitergehende Geschäftsprozesse zu nutzen. Das stimmt sowohl im Kleinen als auch im Großen. Das bedeutet, im Kleinen ist es natürlich so, in den einzelnen Bereichen wird es schon wichtig, dass die Software ja auch Ergebnisse produziert, reproduziert, nutzbar macht, aber natürlich auch sehr, sehr stark in größeren Prozessen. Wenn man jetzt aus einer Gesamtunternehmensstrategie darauf schaut, auch dann ist es natürlich wichtig zu verstehen, in welchen Bereichen ist man als Unternehmen besonders aktiv, wo gibt es Auffälligkeiten, wie kann man die ganzen Daten aber auch im ganz regulären Betrieb nutzen. Das ist SAP im Kern. Ich weiß, da gibt es jetzt sehr, sehr viele kleine Unterbereiche und wir könnten da wirklich noch viel darüber diskutieren, aber es geht wirklich um dieses
ERP-System, also um diese Ressourcenplanungssysteme. Und im Kern ist SAP auch dafür bekannt, dass man sehr, sehr stark sich auch auf industrielle Prozesse eingeschworen hat. So als deutsches natürlich Kind auch so ein bisschen groß geworden ist im Rahmen dieser wirklich industriellen Prozesse. SAP, in, wir hatten es letzte Woche bei Varta, ist auch wieder ein Kind, was sehr, sehr beliebt ist in der Presse. Wir haben letzte Woche ja bei Varta so ein bisschen kritisch drauf geblickt und man sieht oben, das ist jetzt auch nicht der alleraktuellste Kurs, es ist schon ein paar Tage her, wir sind nämlich wieder ein bisschen drüber gelaufen, aber man muss sagen, SAP ja, ist bei, von vielen halt immer ein Unternehmen gewesen, was sehr, sehr beliebt ist, weil es mit den großen Tech-Konzernen in den USA zumindest in gewissen Maßen mithalten kann. Bei Varta waren wir so ein bisschen kritisch, da war es ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Jetzt sind wir, wie gesagt, beim größten deutschen Aktienkonzern und da blickt man natürlich so ein bisschen anders auf das Unternehmen und da ist die, das Verständnis, dass das natürlich etwas beliebter ist, ja auch irgendwie da. Insbesondere auch, wenn man auf die historische Performance von SAP blickt. Und das werden wir jetzt an der Stelle nämlich nochmal tun, bevor wir gleich einsteigen. Ich habe hier mal den Chart mitgebracht und wir gehen mal auf den, Entschuldigung, auf den Wochenchart. Und da sehen wir ganz gut, wie sich SAP entwickelt hat. Ich habe es ja gerade eben angesprochen, das Unternehmen gibt es schon lange, in den 70ern gegründet worden. Hatte dann die erste Börsenphase hier in den 95ern. Das ist jetzt hier die New York Stock Exchange. Man ist sogar, wenn man in die deutschen Börsen blickt, noch länger da, dann dabei. Man sieht aber, ja, wir hatten ziemliche Hochs. Hier war natürlich die Dotcom-Phase. Also wir hatten eine Dotcom-Blase im Nachhinein. Aber eine Phase, in der wir ja, sehr, sehr hohe Bewertungen für auch sehr junge Unternehmen gesehen haben. Und da war SAP eben kein junges Unternehmen, sondern schon ein paar Jahre alt. Also das haben wir hier ganz deutlich gesehen. Die Aktie ist danach aber runtergerauscht von einem Hoch hier bei 66 Dollar ungefähr auf ja, unter 10. Und an der Stelle muss man schon sagen, hat man sich trotzdem gefangen. Das Unternehmen hat sich nämlich weiterhin gut entwickelt. Hier sieht man wieder so eine starke Diskrepanz zwischen der Unternehmensentwicklung und dem Kurs, denn der Kurs ist deutlich abgerauscht. Das Unternehmen ist aber weiterhin solide gewachsen und ja, konnte über die letzte Zeit dann auch immer deutliche Zuwächse im Kurs widerspiegeln. Wir sehen es jetzt, das letzte Hoch gab es im Jahr ja, 2020, 160. Und jetzt auch in der, zu dieser Zeit ist man schon wieder zu Teilen knapp über diese Hochs gelaufen. Insbesondere wenn man das sich in der no deutschen Notierung anguckt, das können wir nämlich auch mal machen. Also auch hier einmal auf dem Wochenchart drauf und da sehen wir auch, ja, wir haben eine ähnliche Entwicklung. Hier kann man sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Das sehen wir hier in den 90ern, weil die Erstnotierung natürlich auch an einer deutschen Börse war. Wir sind hier stark nach oben gelaufen und hier sieht man es ganz deutlich in dem Euro-Kurs. Jetzt haben wir auch dieses Hoch hier schon überschritten. Also jetzt hier bei 146 ungefähr zum aktuellen Kurs. Was wir aber auch sehen, ja, dass das KGV, was wir hier unten sehen, das wir immer gerne ja kurz betrachten, auch in der letzten Zeit deutlich, deutlich mit nach oben gelaufen ist. Also wir hatten lange Zeit so eine Bewertung zwischen 20 und 30 und jetzt sind wir deutlich nach oben gelaufen. Woran liegt das unter anderem? Ja, zum einen hatte man lange Zeit bei SAP eine Form des Verkaufs über Softwarelizenzen, das heißt ganz klassisch, man hat ein Lizenzpaket erworben, dieses Lizenzpaket bei sich im Unternehmen integriert und dann hatte man die Software, man konnte sie nutzen, lebenslang hatte man also diese Software sehr, sehr beständig dabei. Heutzutage sind aber Abo-Modelle viel, viel beliebter geworden, also fast alles an Software wird ja mittlerweile in Abo-Modellen zur Verfügung gestellt. Wir kennen das bei Microsoft, alle Softwarepakete von Microsoft zum Beispiel laufen über Abo-Modelle und das sieht man hier auch ganz deutlich, die Entwicklungen in diesem generellen Softwaremarkt und dementsprechend konnte sich auch SAP nicht dagegen wehren. Lange Zeit hat man es aber getan, man hat sich nicht gewehrt, aber man hat lange Zeit sehr stark noch auf diese, man nennt es dann On-Premises-Software gesetzt und er hat dort wirklich versucht, diese Software zu vertreiben, insbesondere so ein deutscher Güte. Das bringt natürlich im ersten Schwung mehr Einnahmen, aber langfristig gesehen ist es ja generell gesehen nicht so rentabel wie ein Lizenzmodell, da man natürlich nur eine Einnahme hat und SAP-Software insbesondere ist eigentlich eine Software, die über viele, viele Jahre im Unternehmen integriert ist. Und da wird man natürlich über die Zeit
viel mehr abschöpfen können. Also es gibt erstmal einen Niedergang quasi des Gewinnes und auch der Umsatz schrumpft wahrscheinlich erstmal. Wir gucken gleich mal in die Zahlen rein. Langfristig möchte man das aber natürlich dann am Ende ja positiv wieder abschöpfen. Bevor wir ein bisschen tiefer in die Materie des Unternehmens gehen, ein kurzer Ausreißer zur Geschichte von SAP und ich habe es schon angekündigt, das Ganze wurde damals gegründet von ehemaligen IBM-Mitarbeitern Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Wellenreuther, Klaus Tschierer und Hans-Werner Hector. Man sieht sie hier einmal in diesem Bild abgebildet, haben damals quasi sind aus dem Unternehmen herausgetreten, haben das Ganze selber umgesetzt mit eigenem Code, mit eigener Softwarelösung und haben ein System für Finanzbuchhaltung erschaffen. Das war damals 1972. Das Modell hieß damals R1 und war so das erste wirklich erfolgreiche Softwareprojekt, was SAP hervorgebracht hat. Man war insbesondere natürlich in der Heimatregion aktiv, also insbesondere in Deutschland aktiv, aber man hat das sich Ganze dann auch sehr, sehr stark oder sehr schnell auch weiterentwickelt. Man hat weitere Standbeine aufgebaut, man hat dieses Thema Materialwirtschaft mit reingebracht, mehr Kernbereiche der heutigen Software auch mit integriert, hatte damals auch die ersten großen Kunden, insbesondere mit John Deere, mit L'Oreal, also wirklich große, bekannte Kunden. Und damals war SAP noch ein relativ kleines Unternehmen, muss man sagen. Aber es hat insbesondere, wurde es für seine Stabilität gelobt und auch für seine Flexibilität. Und das war das, was SAP am Ende nach vorne gebracht hat. Und den nächsten großen Sprung gab es dann auch tatsächlich, und das sieht man hier nach dem ersten Börsengang. Dort ja, ist man das erste Mal 1988 an die Börse gegangen mit einem positiven Momentum, kann man so sagen. Man hat dadurch an Bekanntheit gewonnen. Man hat erstmal diese 100 Millionen Mark an Umsatzgrenze erreicht und ist dann als AG weiter nach vorne geschritten, hat mehr Mitarbeitende dazugeholt, man hat weitere Kooperationen geschlossen. Hier sieht man es einmal mit Microsoft, Kooperationen geschlossen, hat dort Systeme aufgebaut. Es gab dann R2, R3, man ist weiter expandiert, hat sich auch in den USA festgesetzt. Dort gab es dann auch den nächsten Börsengang, also man sieht es hier ganz gut. 1998 gab es dann wirklich den ersten Börsengang in den USA und dementsprechend auch da den ersten Schwung an Bekanntheit noch mit oben drauf. Damit wurde auch so der Startschuss gesetzt als neue große Zielregion in den USA. Natürlich ist man aber auch nach Asien weitergekommen. Insbesondere nachdem dieser Hype, dieser Dotcom-Hype so ein bisschen vorbei war, hat man sich auch wieder vielen weiteren lokalen Märkten gewidmet. Man hatte damals rund 25.000 Mitarbeiter, schon einen Umsatz im Jahr 2000 von 6,3 Milliarden Euro. Also man war da schon ein wirklicher Gigant, kann man so sagen. Die Aktie ist dann eingebrochen, wir haben es gerade im Chart gesehen. Erst 2016 hat man diese Kurse wieder erreicht. Man hat dann angefangen, das Unternehmen trotzdem weiter zu entwickeln, nachdem der Kurs eingebrochen ist, über die Jahre weiter zu entwickeln. Es gab neue Plattformen. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel mit SAP HANA einer neuen Cloud-Plattform auch, die dann herausgebracht wurde, die weitere Kernsysteme quasi ersetzt hat. Und das ist eigentlich dann auch der Weg gewesen der weiteren Zeit. Das heißt, man hat wirklich das Unternehmen weiter in diese Transformation umgebaut. Man hat es kleineren Unternehmen auch zugänglich gemacht, weil die Software natürlich schon sehr, sehr teuer ist, über die wir hier sprechen. Man hat einen großen Markt verbunden. Man hat also Kooperationen mit führenden Cloud-Anbietern gefunden. Man hat Kooperation mit Microsoft, man hat Kooperation mit Apple, man hat Kooperation sogar mit Oracle, was ja so der größte Konkurrent ist, um einfach eine gute Integrierbarkeit zu schaffen. Und ja, das war auch am Ende der Weg, warum man jetzt wieder diesen Aufschwung von SAP auch gesehen hat. Aktuell hier Christian Klein, der jüngste DAX-Vorstand, auch in Deutschland mit nur knapp 40 Jahren damals, an die Spitze wieder gesetzt, an die alleinige Spitze. Vorher gab es immer so eine Kooperation aus verschiedenen Führungspositionen. Dann gab es auch mit ihm diesen Einstieg ins Thema RISE SAP, heißt das Ganze. Was bedeutet RISE SAP? Naja, man hatte eigentlich ja, wie gesagt, diese alte Software noch in vielen, vielen Unternehmen. Und diese alte Software hatten die Unternehmen damals lebenslang, muss man sagen. Und was bedeutet damals lebenslang? Ja, das bedeutet, dass viele Unternehmen in ihren Prozessen wirklich auch noch auf diese alte Software setzen.
Man möchte das Ganze jetzt aber umbauen. Das heißt, man möchte weg von dieser nativen On-Premises-Software hin zu diesem Lizenzgeschäft und hat deshalb eine Plattform ins Leben gerufen, die heißt Rise with SAP. Und das bedeutet eigentlich, dass man allen Kunden mit sowohl alter als auch neuer, junge als auch größere Unternehmen eine Plattform schaffen möchte, in der sie ihr gesamtes Unternehmen integrieren können, indem sie alte und neue Software auch irgendwie verbinden können, um so langsam zu einem Lizenzmodell zu wechseln. Und das ist relativ erfolgreich gewesen und man sieht halt aktuell, und das sehen wir gleich in den Zahlen, dass diese Cloud-Umsätze auch wirklich weiter wachsen und das hat man auch in den letzten Quartalszahlen hier gesehen. Man sieht es hier nochmal ein bisschen im Überblick, 1972 ging es los, R1, R2. 1992 gab es dann R3, also als großes neues Tool, mit dem man auch weiter expandiert ist in neue Märkte. Und dann gab es hier 2004 einen großen neue Versionssoftware mit ECC 5.0. Business Suite kennt viele von Ihnen vielleicht auch oder viele von euch vielleicht auch. Dann HANA haben wir gerade eben angesprochen und hier, wie gesagt, RISE mit SAP wirklich als großer Meilenstein. Jetzt fragt man sich, okay, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Es gibt große Kunden. Hier ist es mal ganz gut in dem Überblick dargestellt, warum man wirklich das breite Wirtschaftssegment abbildet. Also man ist zwar ursprünglich mal so ein bisschen aus einer Finanzbuchhaltung, dann gab es etwas sehr materialwirtschaftlastiges, industrielles. Man sieht aber eigentlich, ist man wirklich in vielen Bereichen der Wirtschaft aktiv, weil das Modul, was man gebaut hat, halt so groß ist und so flexibel ist und dementsprechend auch so gut nutzbar ist in vielen Teilen der Wirtschaft. Was sieht man hier? Ja, was sieht eigentlich die größte Konkurrenz der Unternehmen? Also man sieht natürlich, gibt es noch einen größeren Teil von Unternehmen mit viel weiterer Industriesoftware. Microsoft als eines der größten Unternehmen der Welt hat hier natürlich auch einen signifikanten Anteil, eine signifikante Sparte auch. Wir sehen es hier unten auch mit Oracle, Siemens, SAP. Also hier gibt es einen Kampf um diesen Part und SAP ist da tatsächlich in vielen Bereichen auch Marktführer, Microsoft dafür in anderen. Also es gibt hier so lokale Könige, kann man sagen. IBM geht es auch immer noch hier unten. Also ein spannender Markt und man sieht es auch, es ist ein Markt, der hier weiter wächst. Man sieht das mal in dieser Animation ganz gut. Also es ist wirklich ein Markt, der in weiterem Wachstum steht und der auch zukünftig weiteres Wachstum halt plant, weil dieser Software ja so gut nutzbar ist und auch bei vielen Unternehmen halt wirklich zu einer effizienteren Kostenstruktur führt, zu einer besseren Planbarkeit führt und dementsprechend sind auch so viele bekannte Unternehmen, die wir hier sehen, auf diesem Markt aktiv. Blicken wir mal in die Zahlen und ich habe mal das letzte Quartal hier mitgebracht. Wie gesagt, 1972 gegründet, SAP 106.000 Mitarbeiter, ungefähr 173 Millionen Euro Marktkapitalisierung, 1,29% Dividende sieht man hier. Die schwankt natürlich, je nachdem, wie der Kurs mitläuft. Was wir aber oben ganz gut sehen können, ist, dass ja, wir ziemlich positive Entwicklungen haben, obwohl wir auch auf der anderen Seite gesehen haben, dass die KGVs und ähnliches hier auch so ein bisschen ja, mit darunter mit oder diesem Unterumbau quasi leiden, aber man sieht, dieser Umbau trägt halt so langsam Früchte. Also das Gewinnwachstum ist jetzt so langsam deutlich wieder angestiegen. Das Umsatzwachstum ist auch weiter beständig geblieben. Ist zwar nicht spektakulär, muss man sagen, aber es gibt halt eine deutliche Verschiebung von dem klassischen Business, von der On-Premises-Software zu diesem cloud-basierten Lizenz-Software-Geschäft. Und dass dieser Umbau halt gut funktioniert, und wir haben hier ein Wachstum von 16% gesehen, das zeigt halt, dass dies jetzt so langsam auch bei den Kunden ankommt, dass wir ja, diese neuen Softwarelösungen auch hier von SAP langfristig anbieten können. Und dass das generell gut funktioniert, ist halt für SAP ein guter Schritt in die richtige Richtung, um ja, diesen Effekt dann auch wirklich in der Zukunft weiter fortzuführen. Und das sehen wir hier oben ganz gut. Wir haben nämlich trotzdem sehr gute Margen, insbesondere wenn man das Ganze natürlich langfristig spielen kann, werden die Margen auch tendenziell immer noch ein Ticken besser. 73% Grossmarge ist trotzdem gut. 16% Profitmarge ist auch keine schlechte Marge, insbesondere für ein Unternehmen, was sich in der Transformation befindet. Und man sagt hier immer auch ganz deutlich von SAP-Seite, ja, wir müssen gucken, dass wir den guten Mittelweg zwischen Transformation, Umbau und trotzdem Profitabilität und Wachstum bewahren. Und diesen Mittelweg scheint man hier ganz gut aktuell zu treffen. Also
Profitabilität ist noch da, man wächst trotzdem weiter, man schafft diesen Umbau und ja, das Ganze spiegelt sich auch im Kurs wieder, wie gesagt, 53% plus in diesem Jahr, von ungefähr knapp 100 jetzt auf über die 150 hoch. Man sieht auch, die Dividende hat auch ihren Beitrag und das sieht man auch, wenn man wirklich ein bisschen in die Vergangenheit blickt. Also man sieht, die Dividendenhistorie ist beständig, ist mit beständigem Wachstum auch versehen. Das ist mal immer wieder höher und tiefer, springt ganz gerne. Alle, die jetzt gerade unser aktuelles Depot schauen, da setzen wir natürlich auch mal sehr, sehr starken Fokus auch auf Dividenden und Dividendenwachstum. Und das sieht man hier eigentlich ganz schön. Wir hatten hier lange Zeit Wachstumsraten von wirklich über 10%. Aktuell geht es ein bisschen zurück. Wir sind hier bei so um die 6, 7, 8%, wenn man jetzt die letzten Jahre noch mitnimmt. Und da muss man gucken, dass dieses Wachstum halt weiter beständig bleibt. Ist aber auch so ein bisschen der Fokus des Unternehmens. Man sieht es ganz gut hier. Also weitere Dividenden zu zahlen. Ausschüttungsquoten sind natürlich ein Thema. Das liegt auch aktuell einfach an diesem Umbau und an dieser Ausrichtung des Gewinns und des KGVs. Man sieht aber ganz gut, dass man von der Liquiditätsseite her hier trotzdem gut aufgestellt ist und deswegen auch diese Ausschüttungen tätigen kann, auch die Sonderausschüttungen tatsächlich tätigen kann und sogar ein neues Rückkaufprogramm jetzt in diesem Jahr aufgesetzt hat, wo man nochmal 5 Milliarden an Aktien zurückkaufen will. Das heißt, pro Aktie wird da auch die Dividende nochmal weiter steigen und auch der Gewinn weiter steigen, wenn man halt weiter diese Profitabilität aufrechterhalten kann und weiter in diesen Umbau auch aufrechterhalten kann. Das sind zumindest die Ziele hier von SAP und das sind nochmal hier die Ergebnisse wirklich zusammengefasst. Also hier im Q3, also Cloud- und Softwarelösung in Kombination, haben wir gesehen, 4%, wenn man sogar die Währungseffekte rausnimmt, dann ist man sogar bei plus 9%. Also wenn man das wirklich auf das organische Wachstum wirklich schauen würde. Ähnliches sieht man hier wirklich im Cloud-Geschäft. Wir haben gerade eben von diesen 16% plus gesprochen, 23% währungsbereinigt. Tatsächlich auch, wenn man auf den Backlog schaut, also das, was noch geplant ist oder was schon gebucht ist, was aber noch nicht als Umsatz verbucht werden kann, da sieht man auch hier weiterhin ein sehr positives Wachstum. Und man sieht, das ist ungefähr das Dreifache der Cloud-Erlöse, also noch eine Verdreifachung des Umsatzes in der Zukunft zumindest geplant, natürlich nicht auf einen Schlag. HANA als neues Produkt auch mit positivem Wachstum. Also man schafft so langsam, die Kunden in neuere Produkte, in Cloud-basierte Produkte zu bringen. Und das Ziel davon ist wirklich auch, diesen besser planbaren Umsatz zu erschaffen, also wirklich hochzukommen von Lizenzmodellen. Lizenzmodelle heißen halt dann einfach, ja, ich weiß, dass ich regelmäßig diese Einkommen habe, weil das halt ein langfristiges integriertes Produkt ist. Und ja, diese 82% war auch ungefähr so die Zielmarke von SAP, hat man erreicht. Also, dass man sieht, die Daten der letzten Quartale waren alle sehr, sehr positiv und deswegen ist die Aktie auch nach diesen Ergebnissen knapp 5-6% gestiegen. Und ja, ähnliches Thema haben wir auch bei anderen Konkurrenten. Zuletzt gab es jetzt die Zahlen von Oracle, da sah das Ganze nicht ganz so positiv aus. Die Aktie ist nämlich gefallen. Da schafft man es nämlich gerade nicht so ein bisschen, dieses Cloud-System weiter wachsen zu lassen. Oracle ist zwar noch ein bisschen anders aufgestellt, aber im Kern muss man sagen, sind die Cloud-Software-Lösungen hier auch das große Thema. Also ein bisschen besser alles bei SAP, zumindest was die letzten Daten betrifft. Und man möchte halt das auch weiter im Outlook festhalten, das heißt im weiteren Ausblick festhalten. Diese 82% sind weiter im Fokus des Umsatzes, der planbar ist. Der Umsatz generell in der Cloud soll auch weiter steigen. Wir haben hier diese 23-24% in Planung. Wenn man zumindest auf den währungsbereinigten Effekt schauen würde, hätte man das auch im letzten Quartal hier wirklich erreicht. Das sind so die weiteren Eckpunkte, die man anstrebt für das Jahr 2023. Und aktuell scheint man hier zumindest auf einem ganz guten Weg zu sein. Was sind so die Potenziale? Man sagt, hey, dieser Markt, der wächst weiter. Das haben wir gerade eben gesehen. Man sagt aber auch, wir haben einfach noch einen großen, großen weiteren adressierbaren Markt, der gerade noch von anderen Lösungen angesprochen wird, wo wir angreifen wollen. Das heißt, wir wollen die Plattform weiter verbessern. Man muss auf der anderen Seite aber natürlich sagen, SAP hat sehr, sehr starke Konkurrenz, also große amerikanische Technologiekonzerne mit auch sehr, sehr guter Software. Hier geht es immer so um die Wahl auch, okay, was mag der Kunde am Ende lieber, was kann er besser integrieren, wo ist er flexibler. Und da muss man sagen, ist SAP insbesondere für seine Robustheit bekannt und diese Robustheit muss sich natürlich jetzt auch in diesen Lizenzmodellen langfristig widerspiegeln.
Man sagt aber auch, hey, aktuell haben wir noch so ein kleinen Anteil erst an Cloud-Lösungen, die schon einen großen Teil wirklich der Umsätze auch hier erzielen. Also man sieht es hier in diesem Grafik, zumindest wenn man auf die Cloud-Erlöse schaut. Und da möchte man halt auch wirklich ein weiteres Wachstum sehen, weil man sagt, hey, die benutzen bisher nur so einen kleinen Teil. Wir haben noch viele, viele weitere Bereiche, die wir uns anschauen können. Also in Summe kann man sagen, wir haben Software, die genutzt wird, damit Unternehmen effizienter sind. Das mögen Unternehmen schon mal. Das heißt, langfristig möchte man damit Kosten sparen, auch wenn man erstmal investieren muss. Man hat ursprünglich das für sehr große Kunden nur zur Verfügung gestellt. Mittlerweile gibt es auch Lösungen für kleinere Kunden. Das heißt, man sieht auch, man möchte kleinere Kunden onboarden, also kleinere Kunden mit ins Boot holen und dann mehr und mehr Umsatz mit diesen kleineren Kunden und dem Wachstum generieren. Man muss aber sagen, dass natürlich insbesondere auch der Markt dafür sensibel ist, gerade weitere Kosten anzunehmen. Das heißt, wenn jetzt natürlich die Konjunktur wieder ein bisschen anziehen sollte, dann sind die Unternehmen auch wieder investierfreudiger. Man muss aber sagen, es ist ähnlich so ein bisschen zu Cyber Security. Das ist schon kritische Software. Das heißt, die wirft man nicht mehr so einfach raus. Kann man auch gar nicht. Also man kann auch gar nicht so einfach wechseln mit dieser Software. Das ist tendenziell wirklich Software für Jahre oder für ganze Lebenszeiten von Unternehmen. Das heißt, wenn man einmal drin ist, dann kann man wirklich auch dort in den Unternehmen gut skalieren. Ihr kennt das ganze Spiel. Ich stelle einmal die Frage, ihr dürft gerne entscheiden, ob wir das Ganze mit in unser Depot aufnehmen. Wir hatten letzte Woche Yavata, da habt ihr euch dagegen entschieden. Bei SAP bin ich deutlich positiver gestimmt, ich persönlich deutlich positiver gestimmt. Bei Yavata war ich ja sehr, sehr skeptisch, aber mit SAP haben wir doch ein sehr solides deutsches Softwareunternehmen, was jetzt gerade wieder auf einem sehr, sehr positiven Trend zu sehen ist. Wir haben es in den letzten Quartalszahlen gesehen. Wir schaffen gerade einen guten Mittelweg aus Transformation und Wachstum. Und wenn man das langfristig ja auch wirklich bei den Kunden integriert bekommt, dann sollte davon auch SAP langfristig profitieren. Ich gebe nochmal ein Update zu unserem Market Roundup Depot. Das heißt, den Titeln, die ihr hier gewählt habt. Wir haben jetzt zuletzt die Deutsche Telekom hier mit dazu genommen. Die sieht man ganz oben. Der Kurs hat sich ganz positiv entwickelt. Man sieht es natürlich aber auch im Gesamtmarkt sehr, sehr positive Entwicklungen. Die gleichen Sorgenkinder wie zuvor sieht man auf der zweiten Seite insbesondere. Also BioNTech. Wir haben jetzt auch die Quartalszahlen oder wieder neue Ma Meldungen von Pfizer auch erhalten, dass die Umsätze mit den Impfstoffen doch wieder zurückgehen. Im nächsten Jahr rechnet man weiter mit weiteren Umsätzen in dieser Richtung, aber das trifft natürlich auch BioNTech oder auch Moderna, weil es generell um Impfstoffe geht. Das so zum Update. Ihr dürft noch weiter abstimmen. Was steht grundsätzlich noch an? Ja, heute haben wir noch eine Investmentwerkstatt. Wir geben ein Update zu unserem neuen Depot. Wie lief es so? Was haben wir gekauft? Wo sind wir aktiv? Was sind unsere Maßnahmen? Und wir werden Costco analysieren, in der Tiefe einmal analysieren. Wir haben das Ganze ja schon mal angeschnitten in der letzten Investmentwerkstatt. Diesmal gucken wir uns das wirklich genau an und werden dann auch ein Fazit ziehen. Nächste Woche nochmal Market Roundup und nochmal Aktienbasiskurs und dann nähern wir uns auch so langsam den Feiertagen. Also genau zur Hälfte des Basiskurses machen wir dann quasi einen kleinen Break nach Teil 5. Fünf weitere Teile folgen dann noch. Nächste Woche aber dann mit Anlagestrategien und Unternehmenskennzahlen. An der Stelle verabschiede ich mich und sage bis heute Nachmittag. Tschüss.